760.000. Eine gewaltige Zahl, findet ihr nicht auch? Aber 760.000 was? Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Bananen oder vielleicht doch Geld? Ich meine, es wäre cool, weil aus Schüler hat man ja nicht alle Tage so viel Geld. Aber nein, das Wahre hinter der Zahl ist, dass 760.000 Tonnen Lebensmittel jährlich in Österreich weggeworfen werden, einfach so in den Müll. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tonnen es auf der ganzen Welt sind. Denn eure Omas oder Mamas haben gesagt, wie ihr klein wart, Kind, isst ein Teller auf, die armen Kinder in Afrika waren froh drüber. Natürlich hab ich als braves Kind das immer aufgegessen, denn man wollte ja nicht, dass das gute Essen einfach so in der Mülltonne landet, einfach so in den Abfall. Denn wir alle wissen, dass genug Menschen an Hunger leiden, auch bei uns hier in Österreich. Dein Nachbar könnte zum Beispiel an Hunger leiden, nur man will es einfach nicht wahrnehmen, denn das Hungerleiden in unserer Gesellschaft will man es einfach vertuschen, denn sonst wird man ausgeschlossen, gemobbt und einfach so in die unterste Schublade gekehrt, weil der hat ja eh kein Geld. Wir Österreicher haben Gott sei Dank das Privileg, in einer solch guten und vollkommenen Gesellschaft zu leben, da wo jeder so viel haben kann, wie er will und da wo es genug Auswahl von jedem gibt. Gehen wir zum Beispiel in den Supermarkt. Ich sagte nur Obsttheke. Stellt man sich zur Obsttheke, findet man mindestens 6 Sorten an Äpfel. Elster, Pink Lady, Jonathan, ich weiß Gott, wie sie alle heißen. Da will mir dann einer von euch sagen, dass wir in Österreich nicht in einer Gesellschaft leben, da wo genug Auswahl an Waren haben. Denn für mich sind die Äpfel alle gleich aus. Sie haben alle die gleiche Form, sehen ungefähr alle gleich aus, haben die gleiche Größe und ja, einfach alle gleich. Wir Menschen sind doch auch nicht alle perfekt und finden einen Platz in unserer Gesellschaft. Und wieso kann es dann nicht auch bei dem Lebensmittel auch so sein? Es klingt zwar komisch, aber ob die Karotte jetzt dick, dünn, klein, groß oder nicht die perfekte Farbe hat, es schmeckt doch immer noch nach Karotte. Ich finde, das sollte den Menschen klar gemacht werden, denn es leiden täglich 800 Millionen Menschen an Hunger. Und wir, die obere Gesellschaft, könnte von diesen 800 Menschen jeden einzelnen von denen zweimal ernähren. Es geht aber nicht nur um die Lebensmittel, nein, die müssen auch irgendwie verpackt werden. Und wie? Natürlich mit Plastik. Alles ist mit Plastik verpackt, jedes einzelne Ding. Ich glaube, ohne dieses Zeug könnten wir heutzutage gar nicht mehr leben. Aber Plastik ist eigentlich ja nur ein weiteres Produkt von Erdöl, wissen sicherlich eh schon alle unter euch. Aber dass es diesen Rohstoff irgendwann nicht mehr geben wird, dass er irgendwann mal aussehen wird, an das will keiner denken. Und so muss von einer Sekunde auf die andere alles neu durchdacht werden. Ich glaube, es würde schon an den alltäglichsten Dingen scheitern. Zum Beispiel alle Autos müssten auf Elektroautos oder auf Biodiesel umsteigen. Oder es wird keine Handyhüllen mehr geben. Ich glaube, das wäre ein Drama für uns Teenies heutzutage. Aber Plastik verschmutzt auch unsere Umwelt. Weil wir alles einfach so wahllos in die Gebirge, in die Bäche, in die Wälder und in die Weltmeere schmeißen. Und ohne auch nur kurz darüber nachzudenken und ohne auch nur kurz an den Gedanken zu verlieren, was wir hier eigentlich machen. Die Weltmeere sind verschmutzt von Plastik, nur so nebenbei. Der größte Plastikteppich schwimmt im Pazifischen Ozean, der ist nun schon so groß wie Zentraleuropa. Das Schlimme an der ganzen Sache ist aber, dass die Tiere, die in den Meeren leben, eigentlich am meisten leiden. Denn sie haben nichts zum Essen. Es ist eh alles schon so ausgefischt und dann finden sie nichts. Sie essen dann natürlich Plastik. Das Plastik gelangt so in den Körper von den Tieren, zum Beispiel von den Fisch. Ja, und so wird der Fisch zum Beispiel jetzt gefangen. Von den armen Fischern, die eh schon kein Geld haben, müssen sich irgendwie ihr Geld verdienen. Der Fisch wird dann in die Fabrik gebracht, wird filetiert, aufgeschnitten, wird verpackt und landet so in den Supermarktregalen. Tja, auf den Verpackung steht nicht, Achtung, plastikverseuchter Fisch. Nein, es steht nichts oben. Wir kaufen dann diesen Fisch, wissen nicht, dass er plastikverseucht ist, braten ihn ab, servieren ihn mit Gemüse, mit Kartoffeln, egal.
Ja, so liegt er nun vor uns, der plastikverseuchte Fisch. Wir essen ihn. Lecker, ich wollte auch schon immer Plastik in meinen Körper haben. War mein Lebenstraum, wollte nur so sagen. Circle of Plastik, so würde ich das jetzt nennen. Also ich, meiner Meinung nach, sollten wir uns doch einmal überlegen, was wir hier eigentlich machen. Ob wir lieber den nächsten Mülleimer aufsuchen, der steht eh an jeder Straßenecke einer. Oder ob wir lieber unserer Mutter Erde wehtun. Obwohl wir noch einige Jahre auf ihr zu leben haben. Denn die Erde, die gibt es nur einmal und uns wird es wohl auch nur einmal geben. Also sollten wir uns doch einmal an der Nase nehmen. Und wenn ein Mensch schon relativ viel verändern kann, wieso können es nicht dann auch gleich mehr? Danke.